Station bei der Wankportes. Wir starten heute am 2. Tag drüber in Schaffhausen. Und weiter kommen wir. Ja, da sehen wir auf einen Blick die einzelnen Importeure, die Wineimports ausmachen. Wir sind insgesamt 12 Stück aus 12 verschiedenen Ländern. Das sind alle Spezialisten, zum Teil schon in der dritten Generation, das ein Land betreut. Wir sind wirklich, glaube ich, eine Gruppe von Leuten, die den Rebstock vor Ort quasi gehört wachsen. Selbstverständlich haben wir auch immer noch die Schweizer lokalen Produzenten dabei. Haben wir das Bild erstellt. So, jetzt ganz konkret. Die Pforten sind geöffnet. Wir haben hier einen wunderschönen Raum zum Stube. Das Konzept für die Wineimporte ist eigentlich ganz einfach. Jeder von unseren 12 Mitgliedern bringt seine 10 besten Weine mit. Sie als Kunde können hier von einer Gesamtliste bestellen. Man kann auch Einzelflaschen bestellen. Und auch hier sind wir ganz stark, wir haben eine zentrale Logistik, sodass Sie als Käufer all die Weine von aus einer Hand bekommen, in einer Sendung mit einer Rechnung. Sie können sogar Einzelflaschen bestellen. Was wollen wir? Warum gefällt Ihnen der Wein? Was finden Sie gut an dem? Also ich habe vor allem diverse Weisswein schon probiert. Und bei dem Wein muss ich sagen, er würde mir gefallen als Aperol-Wein. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass zu verschiedensten Gerichten, wo wir nämlich nicht sicher sind, was für ein Wein das wir wollen, dass wir den ja sehr munden während der Messe. Also, warum Cape Bread Sellers? Also, was ich dazu sagen muss, ist, der Kellner sehr intensiv ist und trotzdem sehr angenehm und sehr, also geschmacklich passt dann wahrscheinlich sehr gut zum Fleisch. Was wir jetzt auch noch gehört haben, auch gut für Vegetarier, wenn man eine kräftige Soße hat. Und darum kann ich da echt nur wärmstens empfehlen.